Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Super toll. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Ach, scheiße. Und zum zweiten Mal flüchten wir aus dem ganzen System hier. In so kurzer Zeit. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe dir alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Ja, und jetzt? Wie soll ich denn jetzt herüberkommen? Meine Portale kann ich ja nicht benutzen. Ach, ist doch lächerlich jetzt hier. Muss ich das verstehen? Oder kann ich ja vielleicht vorher schon drauf einfach. Ich lasse mich jetzt einfach da drauf fallen. Wenn es geht. Nee, geht nicht. Oder ich muss da drauf springen. Nee. Ah, doch, so. Okay, geht doch. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Aber diese Beschreibung von den Sachen, die wir hier benutzt werden, auf diesen weißen Landwänden, die finde ich auch ziemlich cool. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Was für Würfel? Einer müsste in der Ecke sein. In welcher Ecke denn? Ach, hier. Und ich, Idiot, hab mich gerade ernsthaft gefragt, wie soll ich denn da reinkommen? Und ich habe Portalgeräte. So dämlich. Ach, das sind hier diese Würfel mit dem Glas drin. Ja genau, die gab es im ersten Teil noch nicht. Die sind jetzt im zweiten Teil noch dazugekommen. Mit denen kann ich diese wundervollen Laserstrahlen umlenken, die es im ersten Teil auch noch nicht gab. Ich glaube, die Laserstrahlen haben diese Kugeln ersetzt, die im ersten Teil durch die Gegend geflogen sind. Die gibt es nämlich hier jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ja toll, aber ich brauche mindestens einen Würfel. Ach klar. Ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich bin ja nicht dumm. Ich lasse den Würfel jetzt einfach hier reinfallen. Aber guck mal, wie der Laser immer wieder bricht. Ah, nein, ich Idiot. Okay, nochmal das Ganze. Ich habe mich selbst vom Laser abschießen lassen. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal.
Oh Gott. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Wie will man das denn wissenschaftlich beweisen? Das ist cool, wie sich diese Elemente jetzt hier bewegen. Das war im ersten Teil alles noch ziemlich starr und jetzt haben die sehr auf Beweglichkeit gesetzt. Das freut mich. Finde ich gut. Ja. Oh, natürlich genau falsch. Okay, Nummer 1 ist fertig. Fehlt noch Nummer 2. Und wie kriege ich das hin? Mit einem Portal, ja. Relativ simpel, ne, würde ich mal sagen. Ah, das kann ich aber nicht mit einem Portal machen. Das heißt, dafür muss ich... Gratuliere. Kann ich wohl. Zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Die ist echt sauer auf mich, ne? Die nimmt einem das echt, die trägt einem das ziemlich nach, dass man sie getötet hat. Aber nicht nachtragend sein. Ich kann mir ruhig Sprüche in den Kopf werfen, ich löse die ganzen Rätsel von der bravourös. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Was tue ich denn so, wenn ich die Anlage nicht zerstöre? Wow. Ich fast einen Herzinfarkt bekommen hier. Ja, da muss ich hin. Die Frage ist, da hinten muss ich irgendwas holen. Der Knopf, der lässt... Oh, ja. Den Würfel runterfallen. Jetzt habe ich einen Würfel. Und ich muss jetzt das Laser aktivieren. Das heißt, ich stelle mich hier mal vorsichtshalber auf Seite. Ja. Funktioniert. Na, Mist, jetzt muss ich natürlich genau dann aufhören. Ist die Frage, wenn ich den Laser wegsetze, bleibt es dann stehen? Ja. Das heißt, ich muss so lange warten, bis die Plattform hier hinten angekommen ist. Was jetzt der Fall ist. Oh! War ich vollpfosten. Blaue Portal. Das blaue Portal setze ich wie immer hier hin. Okay. Ich glaube, das orangene Portal hätte ich nicht umsetzen dürfen, oder? Das orangene Portal muss ich jetzt wieder hier hinsetzen. Ne, das orangene. Ah. Orange. Blau. So, und jetzt kommt das blaue Portal hier hin. Dann fahre ich wieder. So lange, bis der Laser unterbrochen wird. Dann gehe ich auf die andere Seite. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Aufzug und wir testen weiter. Die ist so unverschämt. Nutze jetzt jede Möglichkeit aus, um mich zu dissen. Aber Wallabilla, ihre Mutter ist so fett. Wenn sie am Fernseher vorbeigeht, verpasst 5 Werbeclips. Oh,
Oh, erstmal schön aufräumen, ne? Ja, ja. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Jetzt muss ich jetzt auffangen, oder was? Oh, so spät. Ja, wunderbar. Nein! Ich will hier rüber. Okay. Habe ich ja bravourös gemeistert. Keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ja, interessant. Wir sind sehr sparsam hier. Diese Katapultplattform gab es im ersten Teil ja auch nicht. Die finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Obwohl die so ein bisschen das Gefühl von Portal wegnehmen. Von diesem Ursprung mit den zwei Portalen. Aber im Endeffekt... Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Oh, wie traurig. Wohin werde ich hier geschleudert? Oh. Ist aber schnell. Oh. Mist. Nochmal das Ganze. Jawoll. Ich bin ein Genie. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Oh. What the fuck? Ich brauche einen Würfel, da ist er ja. Alles klar. Danke. Ist die Frage. So. Klar. Hey! Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Wie charmant. Du bist der Grund, warum ich nachts wach lege und weine. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Du Arsch! Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Oh nein, schon wieder vermasselt. Will mich verarschen? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Voll die Schlampe. So, wo will ich das Ding überhaupt hinhaben? Ich will das Ding einfach auf Seite packen erstmal.
damit ich hier hochfahren kann.